Herzlich willkommen zur nächsten Folge von Let's Play Man of Steel. Ich bin Marv und wie ihr seht, ich habe noch ein paar Erfahrungspunkte übrig. Die werde ich jetzt hier nochmal schnell in den Charakter investieren. Hier wird das alles zu kritisch. Ich werde mal hier reinschauen. Die Dauer vielleicht, dass ich von der Supergeschwindigkeit, dass ich die einfach nochmal ein bisschen nach oben drücke. Dass ich da einfach mehr Schaden machen kann. Dass ich den vielleicht auch nochmal hochziehe ein. Dass dann noch mehr Schaden kommt. Oder ich werde einfach mal hier die Kleinen einfach so ein bisschen hochballern. Dass ich da gleich die auch noch alle habe. So. Dass ich für die nächsten Kämpfe einfach dementsprechend gut gewappnet bin. 3200 geht sogar noch jetzt hier, um die Geschwindigkeit nochmal hochzusetzen. Das machen wir. 393. In der letzten Folge haben wir es nicht geschafft, Zods Leutnant zu besiegen. Es wurde ein bisschen schwierig gegen Ende, weil gerade Faora am Ende ziemlich reingehauen hat. Wir versuchen es einfach noch einmal. Soll uns nicht abhalten. Jetzt sind wir gut ausgerüstet, haben die ganzen Fähigkeiten nochmal ein bisschen nachgezogen. Vielleicht schaffen wir es jetzt eher. So. Fing beim ersten Mal auch so an. So, und guten Flug. Dass der auf jeden Fall da hinten hinkommt. So, jetzt können wir gleich schon hier unsere Spezialfähigkeit einsetzen. Hat sich also gleich gelohnt. Gut ausgewichen. So, einmal da nochmal rein. Wir sind schon wieder fast so weit, dass wir die nächste Spezialfähigkeit schon wieder nutzen können. Oh. Die hebe ich gleich für Faora auf. Er haut jetzt ab. Jetzt kommt Faora. Ich habe kaum noch Lebenspunkte. Ihr seht es schon. So. Der hat gleich gut gesessen. Können wir hier gleich ein paar Lebenspunkte abziehen. Oh, das ist doch nicht wahr. Schon wieder. Die macht so viel Schaden. Die Frau, so dermaßen viel. Ich habe überhaupt keine Zeit, meinen Hitzestrahl einzusetzen. Ja, super. Das geht ja gleich gut los hier. Der mit seinen Spezialattacken. Ich hätte auch gern so eine. Ausgewichen. Schauen wir mal. So, da können wir ihm eine verpassen. Gleich hier. Super Geschwindigkeit. Macht richtig gut Schaden mittlerweile. Einmal vielleicht einen Flug irgendwo. Oh. Gibt er mir eine Ohrfeige. So, jetzt haben wir ihn auch. Aber meine Lebenspunkte werden nicht besser, Leute. Nein. Ich hab's wieder gemacht. Ich hab wieder auf den Hitzestrahl gedrückt, ne? Es ist immer so, wenn das so blinkt, ja, und das schon sagt, so, hallo, ich bin soweit, du kannst mich einsetzen. Deine Spezialfähigkeit wartet auf dich, lieber Marv. Dann möchte man das hier irgendwo auch machen, ne? Oh, da habe ich den aber gleich gut zerstört von Anfang an. Ah. Nein. Ach, komm, hör mal auf mit deinen Spezialangriffen hier, sonst wird das zu stressig hier für mich. Superman wird auch nicht jünger. So, gleich mal für dich. Gleich wieder von Anfang an hier. Oh, jetzt habe ich keinen Ton mehr. Oh, es geht ab. So, wie ihr seht, ich bin aus dem Spiel rausgeflogen. Das iPad ging dann irgendwie nicht mehr. Es hatte auch nur noch ganz wenig Energiesparmodus. Und ich habe jetzt gedacht, ich nutze die Zeit einfach nochmal, habe ein bisschen gelevelt. Ihr habt gesehen, 52.000 Punkte hatte ich. Ich werde jetzt nochmal ein paar Punkte hier ausgeben, einfach mal schnell in diesem Menü, um hier meine drei Hauptfähigkeiten zu verbessern. Was mache ich mit den letzten Punkten? Kann ich die vielleicht irgendwo noch investieren? Vielleicht unter den Fähigkeitspunkten? Die Supergeschwindigkeit wäre eine Idee. Das könnten wir auf jeden Fall machen.
Ich muss das jetzt hier so ein bisschen, ja, nachbearbeiten. Das ist aber kein Problem. Wir springen gleich wieder direkt in den Kampf und können dann dort auch weitermachen und werden die Jungs dann natürlich auch besiegen. Los geht's. Das muss doch klappen. Wir haben auf jeden Fall alle Möglichkeiten. Viel blocken. Viel blocken. So, und gleich hier wieder Superfähigkeit. Wenn man denn. Wir können die super schnell einsetzen. Wie ihr seht, wir haben alles in der Hand. So, jetzt kann ich sogar den nochmal einsetzen. Sehr gut. Viel Spaß beim Fliehen. Jetzt kommt Fliehen. Ich glaube, ich habe noch nie so gut das Level gestartet. Es könnte was werden, Leute. Ich habe das im Urin. Sauber. Alles in der gleichen Arena, ne? Darf man nicht vergessen. Oh, nimm deine Superangriffe weg. Hier, ich kann dich nochmal ein bisschen rösten. Frisch gerösteter Cervix, oder wie er heißt. Oh, what? Really? So, komm her. Oh, ich hab's geschafft! Endlich! This planet, these people will adopt you. You will inspire them. And they, in turn, will inspire you. Sie werden mich inspirieren. Sie haben mich inspiriert. Wir haben einen weiteren Schlüssel erhalten, jetzt haben wir 7. Wunderbar, das Level ist vorbei. Ich sage danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Servus, euer Marv.